I'm started. Yay! Ja, den Spruch muss ich mir jetzt heute schon jetzt Ja, ich finde die, ich finde einfach so Grobi, so erinnere mich irgendwie an die Sesamstraße. Und an die Sesamstraße? Ich bin auch am überlegen, ob ich irgendwo hier so in die Richtung dann irgendwo Grobi-Cam hinschreibe. Ja, und dann Rack und Akku-Life aus Outlast, ne? Ich hab... Akku-Life sind dann aus Keksen. Um das jetzt mal ganz kurz zu sagen, ich habe vorhin bei jemandem Rechner kurz Outlast gespielt und scheiße. Ohne Witz, ich hätte mir fast in die Hosen geschissen, so stark habe ich mich erschreckt. Ja, das Projekt, das wird noch geil. Ja, das wird noch geil. Vor allem freue ich mich am meisten eigentlich nur fürs... aufs Erschrecken, ja, ja, klar. So, jetzt machen wir mal Fakt 20 bis 29. Und gut. Zwar, welches Projekt macht euch am meisten Spaß? Ich kann nicht etwas. Ich kann wirklich wieder einfach nur Final Fantasy X sagen. Weil, wir sollten uns vielleicht kurz halten und nicht groß mit Erklärungen schweifen. Ich wollte es eigentlich mehr so Schlag auf Schlag, dass wir die Fakten kurz in eins... Final Fantasy X! Sehr schön. Meisten Spaß hat gemacht, Sunshine Simulator, auch mit ihm. Also wirklich, ich war fast verreckt und ich dachte mir, nein. Marvin, unser Herz liegt da hinten. Was? Oh nein! Welches am wenigsten? Also was war dein absolutes Hassprojekt? Was du zwar gemacht hast, aber was du irgendwann einfach nicht mehr mochtest. Hm. Muss ich jetzt auch grübeln. Also ich meine, oh, da geht mein Rechner aus in der Standby. Ich bin eher die Art Let's Player, die sagt, ich nehme nur die Spiele auf, wo ich halt auch Bock drauf habe. Und ja gut, welches hat am wenigsten Spaß gemacht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr werdet ja merken, dass auf meinem Kanal derzeit nichts hochkommt. Das ist ja unter anderem auch die Schule schuld. Aber Kingdom Hearts. Es macht Spaß zu spielen, aber es ist echt nervenaufreibend. Teilweise diese Try-and-Error-Passagen, wo dann denkst und geh da einfach sterben. Weil da. Ne. Ja, Kingdom Hearts. Ja. Ich würde knallhart sagen, Surgeon Simulator. Es ist ein Spiel, es macht Spaß. Aber dadurch, dass es halt nur drei verschiedene Missionen quasi gibt und verschiedene Schwierigkeitsgraden, ist das Spiel einfach irgendwann nur noch Abfuck. Ja, und die Try and Error. Kacke halt. Ja, also ich weiß nicht, ob... Nee, ich glaube, ich habe keinen Part. Und zwar schaltet man halt den Surgeon Simulator irgendwann im Weltall frei und irgendwann musst du dann halt nur noch gucken, Herz muss unten bleiben, deine scheiß Spritzen müssen unten sein, du musst das möglichst schnell machen. Und das ist einfach irgendwann nur noch scheiße. Ja. Oh, was ist euer All-Time-Favorite-Game im Let's Play-Bereich? Ich würde das gerne noch erweitern auf generell. Privat. Ja. Also ich knallhart privat. Ist es, wie es hier im Hintergrund auch schön läuft, ich weiß nicht, ob man es erkennt, The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Bing! Ja, man dürfte es, glaube ich, erkennen. Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich zu überbelichtet sein. Das könnte gut möglich sein. Ja, mein Gott, es ist halt überbelichtet. Und im Let's Play-Sinne ist es wirklich Bioshock. Ich kann diese Spieletitel einfach nicht oft genug. Bei mir ist es derzeit, was ich halt auch vorhabe. Wie man sehr könnte sein, dass man sieht. Ich bin im Moment Pokémon X am Spielen. Zusammen mit Michael baue ich mir gerade ein Turnierteam auf. Und habe halt auch vor mir ein, ja, innerhalb des nächsten halben Jahres einen Grabber zu holen, beziehungsweise mir einen 3DS mit Grabber direkt zu holen, weil ich den Preis mittlerweile echt annehmbar finde und würde halt gerne auch 3DS-Titel aufnehmen. Ich weiß nicht, wer jetzt nicht Geld in das ich rein investieren würde. Auch mit deine Sache. Ich meine, könnte man mal Link Between Worlds Speedrun machen, wie wir schon lange vorhaben. Aber zuerst die Strafe, ne? So, und jetzt privat, also Let's Play-mäßig? Ja, das wäre jetzt Let's Play-mäßig. Ich meine, privat spiel ich's tierisch gern. Und wie man halt an meinen Gaming Editions sieht, sehr viel, auch mit Xenoph zusammen, wäre Modern Warfare 3. Macht mir persönlich, weil das so eins der Spiele ist, wo ich dann auch mal wirklich aus mir rauskomme und hier dann in der Ecke einfach nur am Schimmeln ist und wartet, dass ich dann um die Ecke komme. Ich nutze einfach die Gegebenheiten aus. Ja, ich bin halt schwarz, ne? Ich darf das. Ja.
Es ist dadurch, dass ich leider noch keine DirectX 11 Karte habe. Ich würde sehr, sehr gerne Ghost spielen, weil ich da sehr viel Gutes von gehört und auch gesehen habe. Ich habe selber auch mal bei einem Kollegen gespielt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so begeistert davon, aber... Ich weiß nicht, also BO2 hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen. Hat mir auch nicht gefallen. Also ich bin von der Black Ops Reihe war es definitiv Black Ops 1. Da hat mir einfach das Stil gefallen. Ja, aber wie gesagt, in meinem Fall so, um eine Stunde auf zwei zu überbrücken, ja, Call of Duty Modern Warfare 3. Modern Abfuck 3. Modern Rechtschreibung. Modern Rechtschreibung. Was war euer damaliges Aufnahme-Equipment? Ganz kurz zu mir, da steht's. Und das Equipment. Damit habe ich angefangen und dann gab es immer mal wieder Headsets über Creative, über Plantronics, alles hin und her. Und ja, das heutige Equipment haben wir in der Folgefrage. In der Folgefrage. Ja, was war euer damaliges Equipment? Also mein Rechner, so wie er da steht, ja okay, irgendwann... So vegetiert er halt vor sich. Richtig, also ich meine, es ist ein bisschen mehr RAM dabei gekommen und die Grafikkarte hat sich verändert, aber ich glaube, den CPU hatte ich schon, wo ich angefangen habe. Aufnahme-Equipment. Ich glaube, ich habe damals mit dem Medusa 5.1 Headset angefangen. So tief muss man jetzt nicht in die Materie greifen. Wieso? Ja, das war mein damaliges Aufnahme-Equipment. Ja, ich kriege mein Aufnahme-Equipment nicht mehr so zusammen. Ich auch nicht. Also ein Creative-Headset hatte ich auch. Mittlerweile bin ich mich am Streiten, ob das Plantronics 780 besser ist als mein SC440 USB. Obwohl ich sagen muss, beim Call of Duty spielen würde ich lieber das Headset aufhaben, anstatt vor dem großen Membraner zu sitzen. Ist halt projektabhängig. Also würde ich auch schon mal sagen. Also ich kann aber ganz kurz zu meinem damaligen Equipment, was ich heute zwar noch besitze, aber nicht mehr benutze. Ich hatte damals das Razer Coolo 7.1 Headset. Es war ein Klinken-Headset. Und ich habe mir extra damals eine Soundkarte für geholt. Ja, das Spiel kenne ich auch noch. Das war unsere Anfangszeit. Jetzt kommt der Knüller. Soundkarte verbaut. Eine Woche später ist mir das Headset abgereckt. Es musste natürlich Ersatz her, aber ich habe kein gescheites Klinken-Headset gefunden. Und da es gerade im Angebot war, kam halt das Razer McLaren. Das habe ich zwar heute immer noch, benutze ich auch immer noch als Referenzkopfhörer, weil die halt allein vom Klang ziemlich gut sind. Aber es war halt ein USB-Headset. Das heißt, ich habe eigentlich 80 Euro zum Fenster rausgeschmissen und suche jetzt eigentlich einen Käufer für die Soundkarte. Ich möchte es irgendwie nicht mehr hergeben, weil es hört sich halt mit einem geilen Sound und dafür ist auch richtig gut an. So, das heutige Equipment, wie er schon gesagt hat, er hat SC440 USB. Ja. Dazu als Gamepad benutze ich einen Thrustmaster Xbox 360 Verschnitt, weil ich halt, es gibt ja halt auch die Möglichkeit, einen PS3 Controller anzuschließen, aber ich finde einfach, ich bin PS3 Spieler, weil ich Xbox einfach finde, aber... Xbox ist halt einfach... Ja, aber das Gamepad der Xbox liegt einfach viel schöner an der Hand als der von der PS3. Und die sind halt auch, in meinen Augen ist das Xbox, der Xbox Gamepad, mein Versprecher wurde win. Ikea-Tisch, mein Freund. Richtig, bis das Holzsplitter. Also ein Xbox-Controller liegt für mich besser in der Hand, lässt dich genauer steuern und die Knöpfe sind einfacher zu erreichen, vor allem weil du hinten die Wippen hast. Ganz klassisch. Dazu habe ich mir, jetzt komme ich nicht auf den Namen meiner Maus, könnt ihr hier fragen. Eine Rocket-Maus, aber ich krieg's Modell auch nicht mehr zusammen. Ich meine, ich stehe mal ganz kurz auf. Die Rocket Cone Pure. Ja, in Orange. Ich wollte sie in Orange haben. Sie gab es auch in Perl Weiß. Aber ich meine, Orange ist halt cooler, ne? Also Gamer Edition und so. Schön verstellbar. Ich meine, wir können jetzt an der Stelle eigentlich auch Bilder reinschneiden. Das können wir natürlich auch machen. Machen wir kurz so schnipp, schnipp, schnipp. Und schnipp, schnipp. Wie ist der Bescheid? Aber halt überall nur so ganz so große Fotos, damit ihr auch genau seht, was wir haben. So richtig bräunmäßig, Digga. Nein, Spaß zur Seite. Schreibt mir den türkischen Monitor vielleicht noch erwähnen. Monitor, da seht ihr nichts von. Also, ja doch, wenn du so ein Noob-Let's Player bist, der das mit der Kamera abfilmt, dann... kommt mal ein Fun-Fact hinzu, wo wir von heute und damals... Damals habe ich auf einem 42 Zoller LED aufgenommen, deswegen bin ich mittlerweile Brillenträger, obwohl ich sie kaum trage. Mittlerweile habe ich dann gemerkt, okay, du wirst alt, deine Augen werden scheiße. Du wirst alt. Deswegen habe ich mir einen Acer-Monitor geholt, 24 Zoll LED, der reicht vollkommen. Der passt auf meinen Schreibtisch und meine Augen sind nicht mehr so stark belastet. So viel zum Thema Monitor. Hier muss ja direkt zwei, später mit dem Gedanken, den dritten zu holen.
Ja, also, wie schon angeschnitten, zu meinem Equipment. Toaster-Werbung! Ja, Aldi, du schuldest mir jetzt Knete! Wir kriegen kein Geld dafür! ganz kurz, die Maus ist eine Razer Naga, da ich privat ziemlich gut mit MMO-Spielen dabei bin, mittlerweile nicht mehr. Ich bin auch am Überlegen, umzuschalten. Oh, gerne. Bin auch mittlerweile am Überlegen, auf eine andere Razer Maus umzusteigen. Dazu kommt das Klicke-die-Klagge-die-Keyboard. Oh, hau mich ab mit dem Scheiß, dann kann ich jetzt mal auskosten. Und zwar die Razer Black Widow Ultimate von 2013. Sehr schöne Tastatur, wir fingen gerade um den Daniel ein bisschen zu ärgern. Spaß, beim Zocken ist wirklich wunderbar. Das Einzige, was halt nervt, ist wirklich dieses Klacken, weswegen ich auch am Überlegen bin, die zu versuchen umzutauschen. Dass ich die Staff Edition bekomme, die Knöpfe sind halt gedämpft und hat trotzdem noch dasselbe Gefühl, ich hatte es selbst schon gehabt. Aber ich habe es mir halt nicht gekauft, weil ich bin halt jetzt auch nicht der Flüssigste. Der Flüssigste, genau. Als Monitor habe ich zwei ältere Monitore und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war lange Zeit der Überzeugung zu sagen, ich hole mir keinen HD-Monitor. Und zwar habe ich zu Hause zweimal einen 16:10 Monitor stehen, weil mir einfach bis dato das 16:10 Format wesentlich besser gefällt als das 16:9 Format, da kannst du mich totschlagen mit. Aber YouTube unterstützt das halt leider nicht. Ja, das Problem ist halt mit dem Aufnehmen, weswegen ich halt jetzt gedacht hatte, dadurch, dass ich halt zwei 16:10 Monitor habe, mir noch einen 24:9 Monitor zu holen, mit dem ich dann halt auch Full HD aufnehmen kann. Ich meine, das wird jetzt nicht das größte Problem sein. Monitore sind ziemlich günstig geworden, wenn ich überlege, was ich damals für meinen Monitor ausgegeben habe, was heute für Monitor bläst. Ich meine, überleg mal, damals habe ich 210 Euro für einen Monitor bezahlt. Ich habe meiner Mutter vor kurzem einen 26 Zöller geholt, um ihren alten zu bekommen, dass ich halt zweimal denselben habe. Und ich habe 120 Euro für ausgegeben. War zwar ein Ausstellungsstück, so hätte er 160 gekostet, aber überleg mal. Das kriegst du mittlerweile nachgeschmissen. Ja. Ja, so viel zum Equipment. Ach ja, ein SC450 10X, ich habe aufgerüstet. Ja. Ich habe nicht mehr das USB. Und das hängt an einem Behringer 502 USB-Mischpult. Hey, das Behringer-Mischpult habe ich nachgeschnitten bekommen. Das habe ich auf dem Schrott gefunden. Gut, würde ich sagen, gehen wir auf 25 zu. Wie viel Geld habt ihr ungefähr in Equipment und Spiele investiert? Wir bleiben in dem Let's Play-Bereich, also wir sagen jetzt nicht, was unser Rechner gekostet hat und das ganze Equipment, sondern jetzt allein, was wir fürs Let's Play ausgegeben haben. Ich würde so ungefähr, ich habe mir vorhin Gedanken gemacht, ich habe es auch vorhin mal angesprochen, ob wir die Frage wirklich reinnehmen. Weil über Geld spricht man normalerweise nicht. Aber wir tun es jetzt einfach mal an dieser Stelle. Ich denke, dass ich so mit gut 300 bis 400 Euro allein für Spiele und Equipment, was ich mir über die Jahre hinweg zusammengekauft habe, hinkomme. Ja gut, da ihr ja gehört habt, was für ein Mikrofon ich habe, könnt ihr davon, ne, die meisten wissen, was es 440 USB gekostet hat, wo es rauskam. Und ja, Spiele, ne, wenn man es anguckt, MW3 habe ich mir frisch gekauft. Final Fantasy X habe ich original, kostet aber auch nicht mehr die Welt. Ich würde sagen, ja, so 250, 300 habe ich mit Sicherheit auch schon in Spiele. Alleine fürs Let's Play, jetzt weniger für privat, aber so für 300. Ich habe ich hab halt nichts fürs Mischpult bezahlt. Nochmal aufs Mischpult zu gucken. Ich habe es halt auf dem Schrott gefunden. Und dann habe ich gesagt, hören Sie mal, funktioniert er noch? Ja, das hat hier einer abgegeben, der kann damit nichts anmachen. Da habe ich gesagt, was willst du denn für? Gib mir 5 Euro, ich brauche es auch nicht. Behringer Mischpult, ja. Das Ding kostet im Land 80 Euro, glaube ich, oder was? So um den Dreh. Und geschenkten Esel, ne? Schaut mal nicht ins Maul. Stinkt. Was sind eure heutigen Ziele? Ja, ich würde sagen, da kann ich für uns beide sprechen. Einfach so eine kleine Community zu haben an Zuschauern, die einen halt mit der Meinung interagieren kann. Ja. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also eigentlich mehr so die Streamer-Geschichte, aber halt, wir machen das, verpacken das halt als Let's Play, würde ich jetzt mal behaupten. Weil, wie gesagt, früher war es halt eher wichtig, Abonnenten zu haben, groß zu sein. Und ich finde heute, das kommt einfach mit Jahren hinweg zu sagen, die 20 Leute, die mir zugucken, die du halt nicht kennst, sind wesentlich mehr wert als 1000 Abonnenten, die dich nicht gucken. Ja, vor allem habe ich lieber, ich sag mal doof, 30 Klicks auf mein Video und dazu 8 Kommentare, anstatt 100.000 Klicks und 2 Kommentare. Also mir ist das Feedback meiner Zuschauer halt einfach viel wichtiger. Deswegen habe ich ja auch am Anfang schon gesagt, ich brauche nicht 50.000 Abos, ich mache das, weil ich Spaß am Let's Play habe und mir ist halt nur das Feedback einfach wichtig, dass die Leute sagen, okay, da kannst du noch was besser machen oder hat mir gefallen, mach weiter so und bla. Das geht aber von Zeit zu Zeit immer mehr unter. Aber dazu kommen wir in einer späteren Frage gleich nochmal. Die nächste Frage.
Auf was legt ihr besonders Wert bei Roland Space? Ja, in meinem Fall... die Qualität. Qualitativ sollte es natürlich hoch sein, deswegen immer schön in der nativen Auflösung aufnehmen, damit man nicht zu viel Qualitätsverlust hat. Sorry, ich mach das mit meinen scheiß Monitoren. Die sind im Übrigen noch ganz oldschool in VGA, wisst ihr, diese blauen Kabel mit diesen 18-Pin-Anschlüssen. Ich weiß nicht, ob die heutige Generation das noch kennt, die kennt ja nur noch HDMI und so einen Scheiß. Ich hab DVI. Ja, aber du hast einen HDMI-Monitor. Ja, wenn deine Grafikkarte keine HDMI hat, dann ist das auch ein HDMI-Monitor. Ich sag ja, ich brauch nur eine neue Grafikkarte. Spendenlink steht unten. Meine Augen. Ich zahle auch keine Kamera, meine. Ja, auf was legt ihr sonst besonders Wert? Wie die meisten wissen, ich rauche nicht während meines Let's Plays. Ja, dazu kommen wir später nochmal. Also würde ich sagen, so eine Qualität und am besten vor allem natürlich auch die Quantität. Leider klappt es bei uns beiden halt nicht. Bei ihm wegen Schule, bei mir wegen Arbeit. Ich habe eine ziemlich aufwendige Zeit auf dem Shop und er hat, wie wir beide, auch eine Partnerin. Von daher ist dann ab und zu halt mal nicht so viel Zeit. Ja, Real Life geht nochmal vor. Es ist leider Gottes. Ich will auch lieber viel mehr liefern, aber... Geht halt nicht. Bei wie vielen Minuten sind wir hier? Kennst du mich das gar nicht? Ah, Mann, kauf dir eine Brille, Mann. Du hast ja eine auf, so ein Shit. Ich glaube, das ist natürlich auch 17 Minuten sind es mittlerweile schon wieder. Okay. Habt ihr ein Ritual vor dem Aufnehmen? Ich weiß sein Ritual, ich krieg's heute nur gut zusammen. Bitte? Kaffee, eine rauchen und... Vorher einschütteln. Nein. Ja, aber Kaffee und Zigarette... Ja, Kaffee nicht immer. Also Kaffee kommt darauf an, ob es morgens ist. Ich trinke nachmittags ungern Kaffee. Dazu kommt halt, dass ich es immer so abpasse, dass meine Frau zu dem Zeitpunkt arbeiten ist, wenn ich aufnehme, weil ich mir sonst beobachtet vorkomme. So, das klingt total Banane. Ich weiß, dass sie zwei Räume weiter sitzen, dass man wahrscheinlich überhaupt nichts mitkriegt. Ja. Aber im Großen und Ganzen hat er recht. Ich trinke auch ungern in meinen Let's Plays. Deswegen also wenn dann auch im Glas. Also trinken wir im Let's Play. Ja, weil wegen dieses typische. Das macht Nebengeräusche, die einen einfach. Das ist scheiße. Also lieber stelle ich mir hier so ein Litermaß hin, fülle das einmal mit Cola auf und es langt noch das ganze Let's Play für eine ganze Aufnahmesession. Und zwischendrin kann man halt immer noch mal einen Cut machen. Ja, also wie gesagt. Also haben wir jetzt quasi auch die 29. Pack. Was ist ein No-Go bei uns? Das Rauchen ist ein absolutes No-Go. Bei der Aufnahme, klar. Alkoholkonsum. Auch absolutes No-Go. Ja, das ist auch kaum. Ich meine, was ich ganz lustig finde, so Drunk Specials, so wie es der von Koreanen mal gemacht hat. Ja, aber das ist dann auch wieder das was geplant. Das ist was geplant. Und es steht auch im Titel drin, Drunk, und das ist dann auch wirklich gewollt so. Aber ich. Aber wie gesagt, jetzt hier so mehr Flaschen geknittern und so, es geht gar nicht. Genauso wenn ich hier rauche. Weil wir rauchen beide und ihr seht uns auch mal im Vlog rauchen, aber einzige Ausnahme, und die hat auch schon stattgefunden, war die Speedrun Challenge zusammen mit Xedorf, wo wir Link to the Past gespeedrun haben. So einhändig jetzt Cola-Flasche aufmachen und einhändig zum Level laufen. Ich schaff das, Leute. Kelle, schaff das. Keule. Auf jeden Fall. Das ist eine Ausnahme, weil es ganz einfach Stress ist Druck. Ja, es ist Stress, es ist Druck. Außerdem will man nicht 100.000 Mal einen Cut machen. Wir haben gesagt, wir machen 30 Minuten Parts und beziehungsweise wir machen eine Stunde Parts und cutten das in 2x30 Minuten. Und wenn du die ganze Zeit unter Feuer stehst, dann willst du dir gerne auch mal eine rauchen. Und dann versucht man halt auch das Mikro kurz auszumachen, wenn man eine Kippe zieht oder so. Aber ja, das geht halt mit dem Großmembran eher schlecht. Eher schlecht. Ja gut, dann sind wir wieder mit den nächsten 10 Fragen durch. Wir sind wieder mit 20 Minuten. Ich glaube, es wäre, glaube ich, wirklich sinnvoll, den auf 6 Parts zu splitten. Ich habe kein Problem damit, ein 1,5-Stunden-Video hochzuladen, aber meine Zuschauer sich das angucken. Wir haben 5x20. Gut, man könnte unten links reinknallen, ne? So Frage, ding, also 0 bis 10 und 10 von 11 bis 20 statt die Leute. Ja, Beschreibung, Stimmung und so. Da machen wir uns nachher Gedanken drüber. Auf jeden Fall, das waren die nächsten 10 Fragen. Ich scroll mal ganz kurz runter. Ja, und zwar kommen wir jetzt dann im nächsten Part, machen wir sogar 11 Fragen, weil das war wieder so eine Doppelfrage und die nächste ist auch wieder so eine komische Doppelfrage. Auf jeden Fall, ne, bleibt dran. Wir sehen uns gleich. Haut raus, ciao. Haut raus.